So, ja, demnach müssen wir ganz schnell eigentlich irgendwas zu essen finden. Und mit ganz schnell meine ich wirklich ganz schnell. Und in Jönchen bin ich gleich wieder bewusstlos. Naja, wenn man dann wieder bewusstlos ist, habe ich auch keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ja. Los. Lauf, Mann mit. Ach, das ist nicht dein Ernst. Ich hab doch nichts. Ich bin nur am Verhungern. Also nur wirklich. Ein Problem ist, die Person kann mich jetzt aushungern lassen, ne? So, aber ich laufe jetzt einfach hier rüber. Da hätte noch ein Schuss kommen können, aber. Vielleicht hat er bemerkt, dass er bei mir vielleicht nichts kriegt. Ein Problem ist halt, sobald man so einen scheiß Rucksack oder so aufhat, denken die Leute, da kann ja was drin sein. Ja. Und dann. Naja. Sehen viele halt schon schwarz, beziehungsweise man selbst sieht dann ganz schnell rot. Weil, wie gesagt, man hat halt noch. Ich habe ja noch niemals eine Melee-Waffe, ne? Und die greifen mich schon hier an mit Schüssen. Ich tendiere mal, dass dieser Schuss für mich gedacht war. Weil er ist neben mir eingeschlagen. Ich habe jetzt keinen Zombie oder so in meiner Nähe gesehen. Aber gut. Ich werde mich jetzt nicht deswegen komplett beschweren. Weil, wie gesagt, das macht ja auch ein bisschen das Spiel aus. Ja. Kann natürlich auch mal reden oder so, aber nein. Also. Das geht heute nicht. Ne? Es ist heute nicht ganz drin. Ne, warum sollte ich noch eine. Aber wir könnten mal gut. Hier. Könnten die einfach mal essen? Nein, okay, können die nicht. Schade. Da schießt schon wieder jemand. Da ist aber jemand schon heute scheinbar ein bisschen schießwütig, du. Kann ich hier durch so? Nee, ich muss natürlich krabbeln. Ah, eine Hose. Oder eine Jacke. Ja, eine Hose. Habe ich jetzt einfach in mein Inventar genommen. Hat die denn? Die hat doch genug Platz für all meine Sachen mal wieder. Perfekt. Warte mal, da noch schon ein paar Schuhe. Ja, die will ich aber nicht. Hä? Wieso kann ich hier nicht raus? Weil es keine Tür ist, wo man raus kann. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das wird mich jetzt irgendwie so ein bisschen. Also es macht einen ja dann schon nervös, wenn man da hinten so die ganze Zeit jemanden rumballern hört. Das macht mich gleichzeitig auch ein bisschen neugierig, könnte man fast schon sagen. Also ich hätte jetzt Lust, dem Typen so gesehen entgegenzutreten. Aber da ich halt weiß, dass ich dann tot bin, schon allein, weil ich verhungere, bis ich bei dem Typen bin, mache ich das nicht, weil es sich halt einfach, es ist nicht rentabel irgendwie. Also meiner Meinung nach. Ich hätte einfach keinen Sinn. Ich finde diese Ironie aber so toll, dass er immer wieder sagt, ach Mann, bin ich voll. Dann aber kurz darauf wieder sagt, boah, ich bin so am Verhungern. Also wie gesagt, im Deutschen ist das witzig. Im Englischen ja jetzt eher weniger. Weil im Englischen heißt er voll, voll. Und nicht, ja. Und nicht so umgangssprachlich voll. Hier ist eben noch jemand durchgerannt, glaube ich. Wir können so eine vergammelte Kiwi hier essen, aber das will ich nicht. Na, hier lag doch gerade eben noch einer hier. In dem Raum. Also, wenn es jetzt hart auf hart kommt, esse ich sie. Wenn er da unten die Wörter schon in Rot anzeigt, dann esse ich die mal schnell.
Aber ansonsten. Ich will ihn nicht stören. Ich will ihn nicht stören. Auch wenn er mir eventuell meinen Loot wegklaut. Und man hatte den Rucksack auf. Vielleicht ist da Essen drin. Das ist das Problem. Wie gesagt, auch wenn er da jetzt gerade einfach nur ganz gechillt rumsteht, ne? Ich weiß ja nicht. Ah, der trägt noch niemals einen Rucksack. Nee, nee, der hat nichts. Nee, nee. Gut. Gut. Praktisch ist, ich weiß, dass hier halt ein Shop ist. Und in dem versuche ich jetzt natürlich dann was zu essen zu finden. Wenn ich jetzt nichts finden sollte. Oh ja, wäre ein bisschen blöd, aber naja, was will man machen, ne? Dann muss ich vielleicht verhungern. Ist auch nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Man ist zum Glück nur ein virtuelles Leben. Ist zum Glück nur ein virtuelles Leben. Zum Glück. Ja. Sieht aber gerade, also gerade echt so aus, als würde dieses virtuelle Leben nicht sonderlich lange sein. Oh, war ich natürlich blöd. War natürlich wirklich dumm. Na gut. Dann bin ich vielleicht gleich tot. Muss ich jetzt leider Gottes mit leben. Ich könnte gleich nur noch nach Elektro eventuell, wenn ich mich beeile. Ich hätte nicht kotzen sollen. Das war eine ganz dumme Idee. Warum ist denn hier alles vorne zu? Es sieht ja fast so aus, als wäre hier heute noch keiner drin gewesen. Aber hier ist nichts drin. Außer so ein bisschen. Unnötiges Zeug. Eine Lampe zum Beispiel. Nehme ich aber mit. Und das Ding hier nehme ich auch einfach mal mit. Ne? Naja, jetzt wird's eng. Jetzt wird's schon eng. Jetzt muss ich schon das hier. Was? Ich verwende gar nichts. Jetzt muss ich das Ding hier schon essen. Was ich ja, also im echten Leben. Ich weiß nicht, würde ich lieber verhungern oder mir lieber eine Lebensmittelvergiftung holen? Es ist wirklich, es ist eine gute Frage. Eigentlich. Weil, beides ist dumm. In der Zombie-Apokalypse, ne? Lol. Na gut. Man soll er schießen. Wenn er meint, er kann mich hier oben treffen. Soll das ruhig probieren. Hier ist auch gerade ein Schuss eingeschlagen. Weil hier runter komme ich jetzt sowieso nicht richtig. Ach du Scheiße. Doch hier. Nein, ich bin zu tief gefallen. Verflucht! Aua! Uiuiui. Was war eine läppische Sau, du? Na gut. Ah. Das ist momentan ein ziemlich blöder Bug. Wenn ich ehrlich bin, das ist ein ziemlich blöder Bug. Also wirklich. Ich merke mir jetzt mal, auf welchem Server ich bin. DE 57. DE 436. 436, 436, 436, 436. 436. 4, 6. 436.
4-36. Fertig. So, wo sind wir denn? Hä? Nee. Ach. Hinter. hinter Tscherno. Nicht mehr in Tscherno, sondern jetzt hinter Tscherno. Okay. Kann ich auch mitleben. Jut. 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 Jutidi jut. Jut, jut, jutidi jut. So. Dann holen wir uns jetzt Loot. Loot. Lootidi loot. Loot, loot, lootidi loot. Und er sagt Loot. Loot. Lootidi loot. Loot, okay. Lassen wir das. Hoffentlich gibt's Loot in Tscherno. Hoffentlich gibt es Loot in Tscherno. Hoffentlich gibt es Loot in Tscherno. Loot in Tscherno. Loot in Tscherno. Das wäre jetzt echt schön. Loot in Tscherno. Loot in Tscherno. Okay. Was mache ich hier? Okay. Gehen wir, wie gesagt, nach Tscherno rein. Einfach rein, hallo sagen und dann wieder raus und naja. Ne, auf Wiedersehen sagen und so weiter und so fort. Ne, wisst ihr Bescheid. Gut, 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 gut. Das ist nicht Tscherno. Ich glaube, das ist nicht Tscherno. Ich glaube, das ist Elektro. Was? Du glaubst, das ist Elektro? Eben warst du noch voll davon überzeugt, dass es Tscherno ist. Ja, weil ich mich nur auf die, Kräne konzentriert habe, aber, Tscherno so weit vorne im Krankenhaus? Ich meine nämlich nicht. Ne? Also ich meine nicht, dass ich in Tscherno bin. Dann meine ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube eher, ich bin in Elektro. Ja. Ich habe so ein bisschen wieder das Gefühl, als würde mir hier immer so einer davor, also immer einer vor mir hier langlaufen und mir alles, was ich holen könnte, schon wegnehmen. Aber ey, das ist auch ein bisschen klein für Elektro. Aber was? Bernzino. Bernzino ist nicht sehr groß, hat halt nur einen Hafenteil, so gesehen. Hat aber dafür ein Krankenhaus. Ich glaube, ich bin in Bernzino. Es sieht zumindest gerade danach aus. Obwohl hier so viele Gleise. Hat Bernzino so viele Gleise? Nee, 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 nee. Es ist Elektro. Oder müsste Elektro sein? Obwohl in Elektro in... Ein Leuchtturm? Das ist kein Leuchtturm. Das ist so ein Fabrikschlund. Ja, ich bin in Elektro. Gut. Naja, das ist die Firestation von Elektro. Okay, gut. Bin ich ja beruhigt. Ich dachte gerade schon hier... Jetzt drehe ich total durch. Ne? Aber gut, bin ja nicht ganz durchgedreht. Zum Glück. Ah, warte mal, hier geht's rein. Dann gehen wir auch dadurch rein. So. Ah, vermutlich ist hier jetzt überhaupt nichts mehr. Oder das, was hier ist, in der. Da werde ich dann erschossen. Warte. Ne, nicht lecken. Ich verpeil's immer wieder. Ich glaube, ich habe das Ding weggeworfen. Ach, scheiß drauf. Walkie Talkie. Was haben wir hier? Ist eine Mütze, ne? Ja, ist eine Mütze. Okay, ich gehe mal in die First Person und finde ein Küchenmesser. Das lasse ich auf, nehme ich lieber das hier mit. Ne? Irgendwie will er nicht immer hoch.
Da liegt doch was drin. Aber da liegt ja halt nichts drin. Ja. Okay. War ja toll. Toll, toll, super toll. Wenn ich das jetzt so mache, ne? Dann kann ich so mit dem Messer pieksen, aber bringen tut mir nichts, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, das bringt mir nichts. Das Messer. Aber gut. Probieren geht über studieren. Probieren geht über studieren. So. Also wirklich, schon wieder nichts hier. Ich hab da aber auch immer ein Glück. Du, ich hab da aber auch immer ein Glück. Also bei sowas, ich finde nie guten Loot irgendwie. Also. Ich meine, ich spiele ja jetzt nicht seit gestern, Daisy, ne? Aber ich finde so selten eine gute Waffe. Das ist echt manchmal, es ist schlimm. Es ist manchmal schon echt schlimm. Also es ist ma manchmal wirklich ein bisschen nervig, also teilweise. Es ist, ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt hier anfangen zu weinen oder so, auch wenn ich kurz davor bin, aber. Nein, aber. Ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, oh Mann, das ist aber blöd, ich mag das Spiel nicht. Es war halt einfach immer nur jemand vor mir irgendwie hier und das finde ich ein bisschen blöd. Ein bisschen komisch auch. Ach guck mal, da liegt doch was. Habe ich wenigstens eine Melee-Waffe, damit ich die Zombies umhauen kann. Na, was ist das denn? Pixelfehler. Pixelfehler! Pixelfehler? Den kenne ich doch. Den habe ich doch schon mal in Wachs getroffen. Jo. Er schießt mich nicht. Ich hab noch nur eine Axt. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn nachladen. Hello, do you wanna kill me? Was? What? Do you wanna kill me? Ja. Ja, Kill me? You got to kill me? Cool, cheers. You can take my stuff as well. Okay, thanks. Thank you. Na, ah, das ist doch. Oh, du fucking Bastard! Verfluchte Hundesöhne immer. Meine Fresse. Jeder schießt auf jeden. In diesem Sinne, liegen Wummen down. Ciao, Leute, euer Shinigami. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Daisy, tschüss. Jetzt will er die Aufnahme nicht beenden, oder was? Tschüss. Der beendet die Aufnahme nicht. Das ist ja ulkig. Das hatte ich auch noch nie. Beendet er die Aufnahme nicht? So, noch einmal. Tschüss. Er macht nicht aus. Ach gut, dann mach ich.